Und für eine einjährige Boa ist die Entwicklung normal. Ne? Die hat jetzt, also die haben so 70 cm, hat sie, schätze ich mal, bestimmt. Ja. Da ist das eigentlich normale Größe. Frisst auch jede Woche schön. Also ich würde sagen, hat sich völlig normal entwickelt. Ne? Durch das, dass es zwei Köpfe sind und zwei Gehirne, zwei verschiedene Willen. Der eine Kopf will nach rechts, der andere nach links. Da tut sie sich schon schwer. Am Schluss waren drei zur Auswahl. Das war Chuck und Norris, Rocky Balboa und Stefan und Norbert. Und am Schluss kamen eben Chuck und Norris raus. Ne? Das ist eindeutig, dass es ein, also zumindest der hintere Teil, ein Männchen ist. Wenn ich sie verkaufe, mein Minimumpreis wäre 50.000 Euro, was ich dafür haben wollte. Aber wie gesagt, selbst dann wüsste ich nicht, ob ich mich übermäßig freue, wenn ich jetzt dann einen Käufer finde.